Oh. Raider und Bär. Klassische Win-Win-Situation. Unser Vorteil, nehmen wir alles mit. Servus, grüß euch, habe die Ehre, eine weitere Folge von unserem Lafti in Fallout 4. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen gebaut. Ich zeig euch das mal schnell. Na? Ja, jetzt falle ich runter. Nee, tue ich nicht. Sehr gut. Ich habe da vorne schon mal ein bisschen angefangen zu bauen. Angefangen. Haken an der Sache ist, ich habe kein Baumaterial mehr. Und solange ich kein Zentrallager habe, fange ich mit sowas auch grundsätzlich gar nicht erst an. Also, was machen wir? Wir holen uns jetzt unser Zentrallager. Haha, Trick 17. So kann man es auch machen. So, wir holen unser Zentrallager. Wo holen wir das Zentrallager? Also ich habe zuletzt immer vom Mechanist das Lager genommen oder halt die Basis als Zentrallager. Würde ich jetzt auch so wieder, ja, handhaben. So, wo müssen wir dafür hin? Dahin? Nein, nie im Leben. Müssen wir wirklich dahin? Nein. Hä? Mechanist ist doch hier oben irgendwo. Jetzt machen wir uns erstmal auf zum Starlight Drive-In. Aber irgendwo da hinten ist normalerweise der Beginn. Also ich bin ein paar Mal drüber gestolpert, wo ich Richtung Diamond City unterwegs war. Oh! Da ist Mist in der Luft. Kriegen wir das weg? Nee, schaut nicht so aus. Da habe ich irgendwas entfernt, was ich besser hätte nicht entfernen sollen. Mist. Ja, ist ja klar. Wow! Was geht denn da ab? Hey, lass mir auch mal... Ja, ich wollte gerade sagen, lass mir mal ein paar übrig, aber... okay, guter Kotzi, hast du fein gemacht. Sonst rege ich mich ja immer auf, dass er gar nichts tut. Jetzt hat er was getan. Ja, für dich wahrscheinlich wieder nur Müll. Aber das regt mich jetzt hier ein bisschen auf. Das nervt mich. Da muss ich mal gucken, dass ich das noch wegkriege. Ich glaube, ich habe hier vorne irgendwas entfernt, was ich nicht hätte entfernen sollen. Oh. Raider und Bär. Klassische Win-Win-Situation. Unser Vorteil, nehmen wir alles mit. Was haben wir hier? Oh, nehmen wir auch alles mit. Na komm, jetzt hat. Okay. Irgendwo bei den Straßen. Da war irgendein Karawanennotruf. Können wir mal kurz gucken, ob wir den reinkriegen. Da. Dies ist ein Notruf. Unsere Karawane wird von feindlichen Robotern angegriffen. Wir brauchen dringend Hilfe.
Schleife. What's electronic? Toll, finde die Karawane. Ja. Unsere Karawane wird von feindlichen Robotern angegriffen. Okay, mal, das machen wir mal raus. Ein kurzer Break für den Sponsor dieses Videos. Denn dieses Video wird unterstützt durch Wattwater Energy. Ein Würfel, ab ins Wasser und man hat einen zuckerfreien Energy mit natürlichen Inhaltsstoffen. Und was will ich sagen? Es ist halt... Ha, es schmeckt halt auch noch. Meine Favorites dabei sind Kirsche, Himbeere und Orange. Checkt's einfach mal die Beschreibung aus. Da habt ihr den Link und den Rabattcode, denn ihr spart euch auch noch 15%. Und jetzt wieder weiter mit dem Video. Wir sind direkt östlich von Watts Electronics. Falls jemand Wieso da oben? Dann bitte sofort. Ada, das macht gar keinen Sinn. Das hier macht Sinn. Aber warum das da oben? Habe ich noch eine... Ja, dann macht's natürlich wieder Sinn. Ja gut, jetzt haben wir es auf der Karte. Alles gut. Ja, Jung, ist in Ordnung. Ich bin on the way. Ich bin unterwegs. Ja, sofort. Ich eile mit Weile und so ähnlich. Da gibt's Leuchtepilze, oder? So wie das hier leuchtet. Na, freilich. So. Ja, dein Notruf ist toll, aber nein. Radio Freedom. Es ist 20 Uhr. Hier hört Radio Freedom die Stimme der Minutemen. Jawohl. Keine Meldung. Bleib bei uns, um keine Nachrichten für die Minutemen zu verpassen. Keine Meldungen sind gute Meldungen. Das ist so ähnlich wie Post. Keine Post ist gut, weil dann sind es jedenfalls auch keine Rechnungen. Okay, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich hier nicht irgendwo reinstolper, wo ich noch gar nicht reinstolpern will. Also irgendwie sind die zwei ja richtig knuffig. Aber hier kommen wir später nochmal her. Jetzt holen wir uns erst einmal die Karawane. Denn auf kurz oder lang brauchen wir das Mechanist-Lager. Weil ich es da schon immer gehandhabt habe, da dann das Logistik... Nennen wir es mal Logistikzentrum, das ist, klingt gut, reinzupacken. Und als Siedler, beziehungsweise als ja Hin- und Herlaufer... Was sind das? Transporter, was auch immer, habe ich dann immer ziemlich dicke Roboter genommen. Und so können wir dann grundsätzlich alles im Lager vom Mechanist dann einlagern, Versorgungsrouten erstellen. Hey, genau, Versorgungsrouten. Versorger sind's. Oh. Hier gibt es sicherlich Viecher. Ja, auf jeden Fall Versorgungsrouten zu den einzelnen Basen und dann ist das gut. Haben wir hier schon wieder? Verbessertes. Das erknacke ich sicher nicht. Haben wir einen Skill übrig? Natürlich nicht. Ja. Okay. Oh, Patrone. Okay, warst du das oder war ich das? Machen wir es halt so. Wofür haben wir es, Fatz? Au. Da kriegen wir jetzt vielleicht bald wieder ein Level-Up zusammen. Ich glaube, da, ja, da vorne ist es jetzt dann.
Laser! Okay, ich habe keine Ahnung. Es ist zu dunkel. Nicht, dass ich den Fall auf den falschen schieß. Oha! Okay. Das... Adendotenkopf! Wer ist denn auf die Idee gekommen, das jetzt schon zu machen? Aua. Okay, den kriegen wir. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir halt echt Ada nicht treffen. Es lebe das Fatz. Ja, genau. Geh mir in die Schussbahn. Hast schon recht. Oh, wo kommst du denn her? Oh, das ist der böse Schwarmbot. Warte mal. Moment. Ey, das war ein Crit auf den Kopf. Alter, ist der geladen. Oha. Okay, was auch immer das ist. Hey, er ist zu Boden gegangen. Okay, da ist Ada. Hey, nix hier abhauen, du bleibst hier. Uha. Wir hatten eine Menge für uns dabei. Sehr gut. Erst einmal looten, bevor wir jetzt das Quatschen anfangen. Oh. Hallo, Ada. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich mich hier mal umgucke und ein bisschen was einpacke, weil nichts für ungut, aber deine Leute brauchen es eh nicht mehr. Du bist auch Müll, aber das kann noch gar nicht so lang her sein, weil die Kippe brennt noch. Boah, den Eimer nehmen wir auch mit. Meine Freund, ich glaube nicht, dass wir schon fertig waren. Nein, sind wir nicht, aber ich will noch nicht mit dir quatschen. Ich will hier erst einmal alles einsammeln. Erst sammeln, dann wird gequatscht. Oh, die waren gerade am Essen machen. So, da haben wir noch was. Da haben wir auch noch was. So, einmal einsammeln. Jawohl. Haben wir hier noch was? Ja, natürlich. So, jetzt dürften wir aber, glaube ich, alles haben. Okay, Waffe weg. Hallo, Ada. Meine Freunde haben diesen Angriff nicht überlebt. Danke für ihre Hilfe. Ich war mir sicher, hier ebenfalls mein Ende zu finden. Okay, es ist gelb. Wir probieren es einfach mal. Alles okay bei dir? Der physische Schaden ist gering, aber ich verzeichne Traurigkeit und Wut aufgrund des Verlusts meiner Freunde. Das mag sich von einem Roboter seltsam anhören, aber sie waren meine Familie. So ein bisschen. Danke nochmal für ihre Mühen. Ich weiß, dass sie es ihnen ebenfalls gedankt hätten. Okay, was bist du? Sind wir mal ganz ehrlich, macht keinen Sinn, weil wir wissen, dass es ein Roboter ist. Ja, dein Verlust tut uns leid. Mein Beileid. Mein Name ist Ada. Das war das dritte Mal, dass wir von solchen Robotern angegriffen wurden. Hat's gefallen? Trotz der Verbesserungen an Waffen und Ortung, die Jackson durchgeführt hat, konnte ich sie nicht besiegen.
Ja gut, wir fragen jetzt erstmal, wer Jackson ist. Wer ist Jackson? Jackson war der Anführer dieser Karawane. Er war technisch enorm begabt. In vielerlei Hinsicht ist er mein Schöpfer. Er hat mir alle meine Verbesserungen eingebaut. Leider haben sie nicht gereicht, um sie vor den Robotern zu beschützen. Du bist verbessert? Hat man jetzt nicht irgendwie mitbekommen, oder? Ja, wobei, sie konnte sich zur Wehr setzen. Kotzi ist down gegangen. Du bist verbessert? Ja, modifiziert mittels einer Roboterwerkbank, die auf Prototyp-Bauplänen basiert. An ihr können zahlreiche Roboter-Modifikationen durchgeführt werden. Mit mehr Verteidigungselementen, etwa eines Wachbots, hätte ich meine Freunde womöglich vor diesen Robotern schützen können. Ja. Erzähl mir von diesen Robotern. Sie streifen durch das Ödland und behaupten, für Ordnung zu sorgen. Wir haben sie gegen Raider kämpfen sehen, aber sie greifen auch Unschuldige an. Siedler, Kaufleute und Karawanen wie die unsere. Wir wussten, dass wir riskieren, noch mehr dieser Roboter zu begegnen, wenn wir im Commonwealth bleiben. Wären wir doch nur früher gegangen. Also, die einzigen, und zwar wirklich die einzigen, die im Commonwealth für Ordnung sorgen, das sind ja wohl wir. Und zwar mit den Minutemen. Ja genau, warum seid ihr dann geblieben? Und warum seid ihr geblieben? Unsere Karawane war auf Reparaturen und Handel spezialisiert. Im Commonwealth gibt es Unmengen alter Teile, die wir hätten brauchen können. Das war ein kalkuliertes Risiko. Ich will ja jetzt nichts sagen, aber das war ein bisschen verkalkuliert, würde ich sagen. Du konntest nicht wissen, dass so etwas passieren wird. Die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs war hoch. Ich hätte unsere Abreise erzwingen sollen. Als Wiedergutmachung werde ich meine Freunde sühnen und diesen Robotern Einhalt gebieten. Es ist an der Zeit, die Quelle aufzuspüren und ihren Anführer zu stellen, den Mechanist. Ja, ist auf jeden Fall mal ein lächerlicher Name. Das halten wir mal fest. Aber wir fragen erstmal nach. Wer ist der Mechanist? Meine einzigen Informationen stammen von den Augenbots. Die falschen reden von Friede und Gerechtigkeit. Nur eins ist sicher. Diese Roboter bringen nichts als den Tod. Sie haben großes Engagement gezeigt, anderen zu helfen. Bitte helfen Sie mir, diesen Mechanist aufzuhalten. Als Gegenleistung kann ich Ihnen Baupläne für Ihre eigene Roboterwerkbank geben, damit Sie zusätzliche Ressourcen haben. Ja. Na, willst du keine Rache? Ist gelb, könnte EP geben, machen wir. Du bist auf Rache aus, nicht wahr? Ich gebe zu, ich verfolge zwei Ziele. Den Mechanist aufzuhalten, beschütze zum einen das Commonwealth und recht zum anderen meine gefallenen Freunde. Ich werde erst ruhen, wenn diese Gefahr beseitigt ist. Das schulde ich Ihnen. Zuletzt haben wir eine Gruppe der Mechanist-Roboter bei der General Atomics Fabrik gesehen. Vielleicht finden Sie dort ja Informationen, die uns zum Mechanist führen. Mit Ihrer Erlaubnis werde ich Ihnen folgen und helfen. Eigentlich wollten wir ja Kotzi fertig machen. Das ist halt jetzt tatsächlich die Frage aller Fragen. Alles in Ordnung? Ja, ist beunruhigend. Chill dein Leben, ich bin am Überlegen. Ich wollte ja Kotzi eigentlich fertig machen. Wenn wir jetzt Ada mitnehmen, müssen wir Kotzi zurückschicken. Ja, komm, nimm mal Ada mit, schicken Kotzi erstmal zurück. Ja, gehen wir, Ada. Bei General Atomics gibt es wertvolle Dinge zu plündern. Wahrscheinlich sind die Roboter noch dort. Kotzi schicken wir nach Sanctuary. Hey, Cotsworth. Darf ich Sie begleiten, Schuld? Nein, ich möchte mal gucken, was du... Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Genau. Gut, du hast nichts dabei. Dann schau zu, dass du rumkommst. Ey, da, ich hoffe für dich, dass du noch schneller bist. So, wo müssen wir hin?
ist schon ein ordentliches Stück. Was haben wir an Gewicht? Ja, unterwegs könnten wir jetzt eine Menge Loot finden. Wie schaut's denn mit den Waffen gerade aus? Oh ja. Haben wir aber... Also die könnten wir richtig geil pimpen, aber dafür haben wir aktuell noch zu wenig Munition. Das ist die, was wir angelegt haben. Davon haben wir auf jeden Fall eine Menge. Ja, wir nehmen die. Vor allem, die hat auch, die hat ja jetzt endlich eine Schulterstütze. Ein Ghoul. Ja, ich auch. Den Ghoul. Wo ist denn der jetzt? Da ist er. Ja, aber die brauche ich doch selber. Also nicht die Ersatzteile, aber die Bauteile. Macht doch mal jemand das Licht an, gell? Vorne wird geballert. Ey, ich wollte gerade sagen, ey, da kommt jetzt haben wir ein bisschen an Hackengas, ne? Also sonst wird das echt problematisch. Ich will den Supermutanten da hinten nicht in die Hände laufen. Ja, wobei... Oh, scheiße, doch. Wo bist du? Ah, da bist du. Sonst noch jemand? Nö, gut. Oha, was bist du? Eine Todeskralle. Okay. Denn jetzt der andere Raider zum Looten hin? Ah, da ist er. Also vor lauter Müll sieht man ja fast gar nichts, ne? Also das ist ja... Cool, Bunker Hill. Ey, Ada, hast du Durst? Gehen wir mal kurz in die Kneipe. Also vorausgesetzt, sie lassen uns rein. Du da, Karawane oder Raider? Ich bin weder eine Karawane noch ein Raider, also nur ich. Ich bin allein hier. Selbstständig, was? Okay, komm rein. Aber keine Schießerei. Der Markt hat geöffnet. Du kannst handeln, so viel du willst. Okay. Was willst du? Nee, keine Zeit für dich. Servus. Hallo, willst du handeln? Ja, eigentlich schon. Und ich hoffe, dass wir jetzt keinen Megaleck bekommen. Klar, ich schau's mir an. Weil die letzten Male hatten wir genau bei sowas richtige Megalecks. So, wir verkaufen jetzt erstmal alles, was wir so nicht brauchen. Gut, wir könnten die zwar... Und
Ja, genau, was ich gesagt habe und gedacht habe. So, sind wir jetzt wieder da? Jawohl. Oh Mann. Nee, die behalt mal. Die weg, weg. Das Kampfgewehr ohne an Schulterstützen. Das muss weg. Das wollen wir nicht. Das genauso. Das behalt mal. So. Das. Metallrüstung mag ich nicht. Die werden wir auch nicht mehr weiters brauchen. Den Rest brauchen wir schon noch irgendwie. Für was? Werdet ihr in einem späteren Verlauf auf jeden Fall sehen. Es wundert mich nur, dass es das Lagen anfängt. Die hat ja gar nicht genug Kohle. Was ist denn da los? Oh Mann. Ja, dann. Dann halt so. Mich wundert's nur, dass es anfängt, wenn ich's also Standbildschirm anfängt, wenn ich's Handelsmenü aufmache. Hallo. Keine. Oha, jetzt lag's bei mir aber auch. Oh, 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 oh. Nein, nein, weg hier. Moment, Moment, Leute. Ey, ich hab grad. Okay, jetzt geht's wieder. Ey, ich hab eine Granate. Oder halt eine. Okay, Glück gehabt, außer Reichweite. Ich wollte gerade minimieren, dass es halt instant wieder weitergeht. Ich habe keine Ahnung, warum das bei den Händlern und so das Lecken anfängt. Oh. Hatten wir jetzt aber auch schon länger nicht mehr. Aber das hätte richtig Beef gegeben, wenn wir in Reichweite gewesen hätten. Voila. In Reichweite gewesen wären und hätten da drin eine Artilleriegranate geschmissen. Das hätte richtig auf den Latz gegeben. Das ist da hinten komisch beleuchtet. Okay, das war dann wahrscheinlich eine andere Brücke. Ich dachte nämlich, da auf der Brücke gäbe es jetzt Minen oder sowas. Okay, gucken wir mal auf die Karte. Das ist genau dieses Stück, was so mega verwinkelt ist. Jetzt muss ich nur ab und zu mal immer einen Blick auf einen anderen Monitor halten. Nicht, dass das nämlich jetzt das Lecken anfängt und ich es nicht mitbekomme. Und vor allem nehmen wir mal die Artillerierauchgranaten aus der Hand. Das sind Supermutanten. Hier, ich da sein. Nein, 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 nein. Das kannst du mal voll vergessen, dass ich mich jetzt mit dir anlege, wo du einen Raketenwerfer hast und ich da nicht einmal rein muss oder sonst was. Oh, 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 oh. Aua, aua, aua. Da hinten ist ein Bum-Bum-Macher. Also.
Ada, das geht schief. Nein, der sprengt sich in die Luft. Naja, Ada, du müsstest jetzt nicht unbedingt da rumstehen. Wie, noch einer oder was? Nix da, mir ging er da jetzt weiter. Ach komm. Hey, hier hat man so viel zu tun. Was? Wo? Wie? Was? Wo? Hä? Ada, geh mal vor. In der Schussbahn. Nein, wir wollen hier jetzt nicht abnippeln. Wir sind bis jetzt noch kein einziges Mal gestorben. Okay, Moment. Dafür ist die natürlich besser. Oh, wir haben nicht mehr sonderlich viel Munition. Dann sollten wir mit der ein bisschen haushalten. Okay. Ja, Gunner, danke schön. Hey, wo ist das Ding? Ach, ernsthaft. Ach, komm jetzt. Nein, das denkst du nur. Ein bisschen höher anhalten. Ob die Munition da reicht? Tut sie. Und ja, Leute, ich weiß, ich könnte ja clever sein und könnte das auf Shortcut legen. Ja, das wäre natürlich clever. Aber schaue ich clever aus? Eigentlich nicht. Okay, den Hammer. Haben wir hier oben noch was? Nee, schade. Ah, es fühlt sich zwischendrin ein bisschen ruckelig irgendwie an. Ich weiß auch nicht. Hallo, Brameln? Sind die Raider jetzt hier unter die Bauern gegangen oder warum ist hier ein Brameln? Kommen wir da hinten rüber? Ey, das ist die falsche. Ja, und macht weniger Schaden. Ada, komm mal her. Juhu, level up! Ey! Lasst mich mal hier in Ruhe looten, gell? Wie viel Leben haben wir? Das sehen wir gleich, wenn wir getroffen werden. Okay, volles Leben ist gut. Bist du? Da unten.
Ja, Ada, wir bauen dir mal Scheinwerfer hin, damit wir sehen, wo die Gegner sind. Sonst sieht man das ja nicht. Nein! Ich kapier's nicht. Warum, weshalb? Vor allem, weil ein einfaches Minimieren des Spiels ausreicht, damit sich's wieder fängt. Aber wie in den Kommentaren schon erwähnt, dürfte das vor allem an diversen Mods liegen. Ich bin hinter dir. Hey, ich bin hinter dir. Dann halt nicht. Warum? Kommen wir da raus? Ja. Wir machen uns jetzt hier einfach mal schnell irgendwo weg. Einfach aus dem Grund heraus, dass ich einmal einen Cut machen kann. Und vor allem das Spiel mal neu starten kann, weil wenn es in einer Tour immer wieder das Lecken anfängt, ist, denke ich, genauso nervig für euch, wie es für mich ist. Haben wir hier irgendwas, wo wir so halbwegs mal ein bisschen in Schutz drin sind? Wir gehen aufs Schiff. So, wir sind so mehr oder weniger sicher. Wenn euch die Folge gefallen hat, trotz der Lecker und ja, dem Steckenbleiben zwischendrin, dann lasst gerne ein Like da. Wenn noch nicht passiert, gerne ein Abo. Wir sehen uns zur nächsten Folge oder bei einer anderen Folge bei mir auf dem Kanal. Bis dahin, ich wünsche euch was. Servus! Und erlebe die Abenteuer pur. In Lust ist crazy world. Hier ist jeder Sieg unsicher.